Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Mind Path to Thalamus. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Ich kannte nur den Hypothalamus. Der Thalamus, also Mind ist ja die Seele, der Geist oder die Gedanken. Und wenn der Mann irgendwie im Krankenhaus liegt, vielleicht im Koma oder so, könnte ja Sinn machen. Path to Thalamus, der Thalamus ist irgendwie das Zwischenhirn oder so. Wow, okay. Das sind doch hier, diese Bäume erinnern mich ein bisschen an, also auf die Entfernung, wenn ich da vorne jetzt drauf gucke, als wären es drei Personen, die ihre Arme ausstrecken und oben ihre Hände halten. Also sehr abstrahiert finde ich jetzt. Aber so ein bisschen erinnert mich das daran. Aus der Nähe nicht mehr so. Das sind dir dann die drei, die auf dem Bild sind. Was machen wir denn jetzt hier? Boah! Okay. Und der Thalamus wird als Tor zum Bewusstsein bezeichnet. Und nun, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Nee. Schon vorbei, das war's. Okay. Ah, das haben wir hier wieder so Dinger. Nanu? Was war das denn? Nanu? Gehen wir mal dahin. Ja. Was soll das denn? Hallo? Kann ich da hochspringen? Nee. Warum denn das? Was ist denn das im Boden? Sehr merkwürdig. Aha. Da stimmt doch was nicht. Ach. Guckt euch mal hier das Spiegelbild an. Hier ist ja eine kleine, hier ist eine Mini-Treppe. Und jetzt guckt euch mal das Spiegelbild dieser Treppe an. Das Spiegelbild geht bis nach oben zu der Säule. Und diese Treppe hört da auf. Und da, wo ich, da falle ich auch runter. Das ist ja mal eine coole Idee. Hier, da muss ein Pfad entlang laufen. Von da, darüber zu der Säule, von der Säule nach da, darüber und dann dahin. Wenn das Wasser nicht lügt. Cool. Das ist ja abgefahren. Moment, wo ging das jetzt hin? Hier rüber, ne? Dann darüber, geradeaus, zu der, darüber, haha. Ja, das Tor zum Bewusstsein. Wo habe ich denn jetzt aufgehört, da zu reden? Naja, aber dann macht das ja, macht der Spieltitel auch Sinn. So, neues Spiel, neues Glück. Das sieht wirklich schick aus. Ah ja, hier, da sieht man es ganz deutlich. Die linke Treppe hört auf und die rechte geht bis nach oben. Ja, dann rennen wir doch nochmal hoch. Wow, okay, das sind einige Linien. Und was machen wir jetzt damit? Da komme ich her. Hier ging was weg. Ach, da oben muss ich durch wahrscheinlich nachher. Dann gucken wir uns die anderen mal an. Wo ist denn jetzt hier der Haken? Also das scheint zu funktionieren. Moment. Komme ich denn hier hoch? Das probieren wir nochmal aus. Ja.
Alles klar. Okay, hier falle ich schon runter. Warum denn? Einfach weil da nichts ist. Okay. Aber ich kann darüber. Bis hier in die Mitte, dann muss ich darüber. Dann da und dann werde ich wohl hoffentlich da die Treppe nehmen können, oder? Das kann ich jetzt so nicht sehen. Doch, ja, kann ich. Moment. Mitte, Mitte, okay. Ist ja mal eine coole Idee mit den Unsichtbaren. Mitte, Mitte und dann hier hoch. Okay, jetzt kommen noch ein paar mehr. Gehen wir mal. Had my own Sophia survived too, back home or in this world? One had drowned, and the other. What are the odds of surviving the eye of the storm? There are a few accounts. 1928, Greensburg, Kansas. A farmer saw the inside of a tornado. It was still as death, he said. Then it hissed. It actually screamed, and the hollowness was lit up by lightning. Was that the last thing my little girl had seen, I wondered? Death, screams, and God's thunder? The ire of the tornado. Jetzt überlege ich gerade. Hier oben kann ich doch nichts machen. Nee. Ich frage mich, ob sie irgendwie den Sturm überlebt hat oder in dieser Welt oder so. Ach komm, auch nicht doch. Und ja, irgendwas in 1928 gab es irgendwie schon mal einen großen Tornado und den hat jemand, also irgendwas von einem Farmer hat er gesagt und also abschließend kann ich nur sagen, dass er sich fragt, ob das auch das letzte war, was sie gesehen hat, irgendwie Schreie, Blitze, halt das Auge des Tornados. Ach, das ist der Tornado dann hier, der Wind. Moment, wo geht denn das? Ach, ich muss hier rüber. Okay. Aber wo ist denn hier eine Treppe? Ach, da geht eine Treppe hoch. Okay. Ich muss hier rüber. Und dann. Nein. Schwierig. Hier rüber. Mal. Hallo? Nee, echt? Ich muss noch ein weiter nach außen? Okay, krass. Moment, und dann? Ein nach außen. Und dann geht ab der Säule geht eine Treppe hoch zu den beiden Säulen. Okay. Wird das dunkler hier? Das sieht richtig schön aus, oder? Der Himmel? Ich will jetzt ja nicht sagen, ich stehe auf Pastell. Weil dann gibt es komische Kommentare. Aber, wow. Hier rüber. Komme ich denn da hoch? Jo. Das ist der letzte, glaube ich. Dann wollen wir mal gucken. Schauen wir uns das mal an. Ja, ist ja gut. Dann gehen wir hier wieder hin. Und dann können wir hier. Oh. Oh, das Bild wieder. Ich kann mich nicht bewegen. Ach, jetzt kommt erst der Titel. Das ist ja nett. Jetzt kann ich auch wieder laufen.
Wow, guckt euch das an. Sieht doch geil aus, oder? Ich bin ja eh so ein Freund von Sonnenuntergängen. Wahnsinn. Ach, da hinten ist wieder so ein Sturm. Ich hab doch so eine... So ein Glockenspiel. Läuft hier jemand? Oder was ist das für ein Geräusch? Ach, hier! Gehen die weiter? Fußspuren von Sophie. Sophia. Oh, ein Ball. Den nehmen wir mal mit. Wo gehen die hin? Ach, die gehen zu dem Ball. Okay. Gehen hier noch weiter? Oh, hier kann ich nicht weiter. Wo ist... Nee, hier ist vorbei. Dann laufen wir mal zurück. The sand between my toes. I hadn't paid attention to the feeling before. And now I couldn't. I didn't feel my body at all. My alarming lack of a physical presence was too much of an existential threat to handle. So I didn't. Sagte es lange her irgendwie, dass er das letzte Mal den Sand zwischen den Füßen gespürt hat und auch jetzt würde er ihn momentan nicht spüren können, weil er mit seinem Körper einfach nichts mehr fühlen kann oder seinen ganzen Körper nicht mehr fühlt. Sieht geil aus, guckt euch das an. Das sieht echt geil aus. Cool. So, legen wir die hier mal ab. Dann ist der Wind ja weggehen. Tjo, wo gehen wir denn lang? Links oder rechts? Ich würde sagen, da lang, ne? Sehr neblig hier. Wow. Ist doch Glas kaputt gegangen hier, oder? Ach, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Es klang, als wäre Glas zerbrochen. Tropfsteinhöhle, Wasser plätschert. Richtig nett. Na nun, es war Ladebildschirm. Sieht richtig schick aus. Ich wünschte, ich könnte schneller laufen. Oh, ein Ball. Hallo? Ball? Ah. Da irgendwo. Wow, will ich da runter oder will ich da nicht runter? Geh mal da mal hinterher. Vielleicht finde ich meinen Ball ja wieder. Wenn, dann muss ich mit dem Wasser, ne? Das ist das, wo ich eben gestanden habe, glaube ich.
Ah, da ist er ja. Das Wasser sieht richtig gut aus. Wow. Krass. Ist das schick. Mal gucken. Mal ein bisschen schneller laufen wäre cool. Was ist denn das für ein Tor hier? Wie komme ich da runter? Komme ich hier runter irgendwie? Mal laufen wir hier mal entlang. Noch ein Bild. Ein Baum. Ein Baum? Das ist ein Baum, ne? Darkness. A barrier unto itself. Sophia had loved those fables of good and evil. White lies for children. I couldn't delve into the blackness without any light. That much was easy to grasp. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Irgendwas mit Dunkelheit. Ich glaube, hier ist zu Ende. Hier geht's nicht weiter. Oh Gott, wo ist mein Ball hin? Nee, da geht's nicht weiter. Wo ist das Foto, das Bild hingeflogen? Ah, schwierig. Wow. Okay, hier geht's doch auch nicht weiter. Ich bin noch nicht schwindelfrei. Nee. Ich muss da unten irgendwie hin. Naja, ich bin ja auch von den Säulen runtergesprungen. Lass mal gucken. Ich spring da jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Oder habt ihr noch irgendwo einen Ausgang gesehen? Ne, da komme ich ja zum Wasserfall zurück, oder? Ja. Das bringt mir nichts. Dann springen wir hier mal runter. Wow. Cool. Ach, das ist Nacht. Die Grillen. Das sieht ja geil aus. Was war denn das da drüben? Und mich dahin? Ach, dann komme ich da oben raus. Guck mal, das geht weg. Ob ich die hier ablegen kann? Ja, dann bleibt es Nacht. Ach, das ist doch ein geiler Screenshot, oder? Das sieht ja geil aus in der Nacht. Man hört sogar die Grillen. Richtig nett. So. Eigentlich ist die Folge jetzt vorbei. Aber ich glaube, das wäre gemein, ne? Ich möchte zumindest nochmal mit euch eben auf die Brücke und mal gucken, was da passiert. Das ist doch auch so eine Kugel, wie ich da unten abgelegt habe, oder? Ich frage mich, was das für Kugeln sind. Die sind, sehen so, erinnert mich ein bisschen an so eine Synapse. Von der Optik her. Okay. Die kann ich jetzt mitnehmen. Die leuchtet so richtig schick. Ah, ich habe eine Idee. Das ist wie eine Taschenlampe.
Ich muss wahrscheinlich in die Dunkelheit da vorne, wo ich nicht sehen konnte. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt mal gemein. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann verabschiede ich mich hier. Und ich hoffe, ihr seid in 2 Tagen wieder dabei. Und ganz ehrlich, sieht das nicht toll aus? Also schreibt mir mal wirklich, wie ihr das findet. Das würde mich mal echt interessieren. Ich finde, das sieht einfach, es ist wirklich ein Traum für die Augen. Guckt euch den Sternenhimmel an. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass ihr in 2 Tagen wieder mit dabei seid. Und lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn ich hier ein bisschen ruhiger bin in dem Spiel, aber ich kann ja nicht immer rumquietschen wie in 7 Days. Bis dann. Tschüss.